Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen Tutorium. Wir werden uns jetzt mit dem Blatt 2 beschäftigen. Da ging es jetzt vor allen Dingen ja um die Geschichte von Konvergenzverhalten von Reihen und so weiter, von Folgen. Das werden wir uns natürlich jetzt genauer anschauen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die eine oder andere Aufgabe euch so ein bisschen geärgert hat. Ja, wir werden sehen. Was wir da machen können. Ich möchte jetzt zum Beginn eigentlich direkt mit der Aufgabe 1 anfangen, weil da ging es mehr oder weniger um Sachen, die ihr schon kennt, also binomischer Leersatz, vollständige Induktion und so weiter. Deswegen will ich eigentlich direkt, da brauche ich jetzt nichts mehr groß zu sagen, denke ich. Da würde ich jetzt gerne einfach direkt mit einsteigen und euch quasi da die Lösung präsentieren. Wobei diese Aufgabe eigentlich viele richtig gemacht hatten, außer der C, die war halt auch ein bisschen tricky. Deswegen schauen wir uns die genauer an. Was hatten wir jetzt bei der A? Wir sollten also hier erstmal mit dem binomischen Leersatz zeigen, stand ja auch im Hinweis, ne, dass die Summe von k gleich 0 bis n über alle n hoch k gleich 2 hoch n ist für alle n aus den natürlichen Zahlen. Das sollten wir uns anschauen. Und genau, also der Hinweis war, wir sollen den binomischen Leersatz verwenden und der lautet eben so, dass wenn ich a plus b habe und das hoch einem n nehmen möchte, dass ich genauso gut die Summe bilden kann von k gleich 0 bis n, kommen immer noch Leute dazu, von k gleich 0 bis n über n hoch k, n über k. Mal a hoch k, b hoch n, n minus k. Und das gilt eben für alle a, b aus den reellen Zahlen und n aus den natürlichen Zahlen. Ja, das ist der binomische Leersatz. Den sollen wir hier benutzen. Und das war jetzt im Prinzip gar nicht so kompliziert, weil wir müssen eigentlich nur schauen, gibt es zwischen dem, was wir zeigen wollen, und dem binomischen Leersatz irgendwie jetzt eine Verbindung? Und naja, es ist ja relativ deutlich, zumindest hier schon mal zu sehen. Wir haben hier eine Summe von k gleich 0 bis n über n, also über alle n über k's. Und das steckt ja irgendwie auch in dem binomischen Leersatz hier mit drin. Naja, und jetzt überlegen wir uns, naja, wir wollen irgendwie nur das zeigen. Das heißt, wir wollen nur den Teil der rechten Seite des binomischen Leersatzes eigentlich haben. Wie schaffen wir das? Naja, indem wir a und b halt 1 setzen. Ja, also weil 1 hoch irgendwas bleibt 1 und dann kann ich es auch so gut weglassen. Ja, mal 1 nehmen kann ich weglassen, brauche ich nicht hinschreiben. Das heißt, auf der anderen Seite vom binomischen Leersatz würde dann hier also 1 plus 1 stehen. Naja, das wäre ja genau 2 hoch n und ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Das heißt, wir kommen hier auf die Idee zu sagen, ich schreibe es nochmal hin, a und b sollen gleich 1 sein. Und dann folgt eben aus dem binomischen Leersatz 1 plus 1 hoch n, was ja 2 hoch n ist, ist eben die Summe von k gleich 0 bis n über alle n über k's mal, ich schreibe es mal ganz ausführlich hin, 1 hoch k mal 1. N minus k, naja, und das ist ja gerade nur die Summe, weil ich die Einsen noch einfach weglassen kann. Und dann bin ich schon am Ende. Das sind geschenkte Punkte gewesen. Also ich glaube, das gab jetzt auch kaum jemanden, der das nicht geschafft hat. Es haben tatsächlich einige mit Induktion gemacht. Geht auch, ist aber mega aufwendig oder kann mega aufwendig werden. Und wenn der Tipp schon dasteht, sollte man den auch verwenden, einfach weil es unglaublich Zeit spart. Genauso bei der B, da sieht es halt ein bisschen anders aus, aber auch hier sollten wir laut Hinweis den binomischen Leersatz verwenden. Das heißt, hier hatte ich die Summe k gleich 0 bis n über minus 1 hoch k mal n über k, kommt noch jemand. Und das sollte eben gleich 0 sein bei alle n aus n. Okay. Funktioniert genauso. Das heißt, die Überlegung ist immer wieder, auch das kann ich hinschreiben, die Überlegung ist einfach nur, wähle jetzt 0 geschickt.
Ja, wenn wir den binomischen Leersatz verwenden wollen, auf der Seite hier steht halt 0 und hier haben wir irgendwie sowas mit minus 1 hoch k. Naja, wir wissen a hoch k, das heißt irgendwie a ist vielleicht minus 1, das sieht schon mal sehr danach aus. Ich könnte ja die beiden auch hier einfach vertauschen. Hier ist ja ein Mal dazwischen, das heißt kommutativ und so, ne? Das wäre nicht das Problem. Das heißt, naja, es sieht schon mal so aus, als wäre a hier minus 1. Naja, und B, dasselbe Argument wie eben, ja, wenn hier gar kein B offensichtlich auftaucht, naja, dann wird B irgendwie 1 sein. Aha, und minus 1 plus 1, was ja dann hier stehen würde, ist ja gerade 0. Passt also, ja. Das heißt, hier würde ich dann das einfach so wählen, dass A gleich minus 1 ist und B gleich 1. Naja, und dann steht hier, wie gesagt, minus 1 plus 1 hoch n, was ja gerade 0 ist. Wäre dann die Summe k gleich 0 bis n von n über k mal minus 1 hoch k mal 1 hoch n minus k. Und das ist ja genau der Ausdruck, den ich haben will. Also hier kann ich das auch tauschen. Und dann sind wir schon wieder fertig. Soweit so klar, nehme ich an. Ja, das waren auch geschenkte Punkte. Was jetzt ein bisschen tricky war, war die C. Hier sollte man das auch mit vollständiger Induktion beweisen, weil hier wäre man jetzt mit dem binomischen Leersatz nicht zwangsläufig weitergekommen. Ja, mit der haben sich einige Leute schwer getan, was ich verstehen kann, weil, wie gesagt, sie war halt echt nicht so einfach. Aber wir schaffen das jetzt einfach mal zusammen durch. Das heißt, was sollten wir jetzt hier zeigen? Das war die Summe von k gleich 1 bis n über k mal n über k. Und das soll gleich sein wie n mal 2 hoch n minus 1 für alle n aus den natürlichen Zahlen. Naja, wir sind in natürlichen Zahlen, das heißt, mein Induktionsanfang beginne ich einfach mit 1. Also n gleich 1. Und wenn ich das einsetze, habe ich hier also die Summe von k gleich 1 bis 1. Und k mal n über k. Und das soll gleich sein 1 mal 2 hoch 0. Naja, und wenn ich das jetzt mal auflöse, hätte ich hier halt 1 mal 1 über 1, was halt 1 ist. Und das ist genau dasselbe wie 1 mal, naja, 2 hoch 0 ist halt auch 1. Also passt. Induktionsanfang ist schon mal gemacht. Und im Induktionsschritt erhöhe ich das Ganze wie gewohnt von n auf n plus 1 und versuche das mit n plus 1 dann zu zeigen. Das heißt, zu zeigen wäre jetzt hier im Induktionsschritt die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 von k mal n plus 1 über k ist gleich n plus 1 mal 2 hoch n. Also ich hatte ja 2 hoch n minus 1, also plus 1 dazu. 2 hoch n. Das ist das, was ich hier jetzt zeigen möchte. Und ja, hier muss man besonders gut mit Binomialkoeffizienten vor allen Dingen umgehen können. Ja? Wenn ihr das könnt, dann sollte diese Induktion auch kein Problem gewesen sein. Aber wie gesagt, ich habe auch einige gesehen, die sich sehr, sehr schwer damit getan haben und das dann teilweise auch nicht hinbekommen haben. Ja, kann ich nur sagen, üben, üben, üben. Ja? Das sind so Sachen. Die Induktion war nicht sehr nett, das gebe ich zu, aber das ist alles trotzdem machbar, wenn man das besonders mit den Binomialkoeffizienten ausreichend übt, dann klappt das. Okay, wie gehe ich daran? Das ist jetzt meine linke Seite und ich möchte die jetzt einfach wie immer so lange umformen, bis das hier rechts herauskommt. Ja, das soll rauskommen und üblicherweise ist es auch immer mal als Tipp eine gute Idee, wenn ihr merkt, ihr kommt im Induktionsschritt irgendwie, ihr fangt auf der linken Seite an und kommt nicht weiter nach so und so vielen Schritten, dann nehmt euch mal die rechte Seite her und fangt an, die weiter umzuformen, sodass ihr vielleicht irgendwann so quasi in der Mitte eine Brücke findet. Kann manchmal auch hilfreich sein. Also man muss nicht auf Biegen und Brechen versuchen, straight von links nach rechts zu kommen, sondern man kann auch versuchen, sich von beiden Seiten zu nähern und sich dann in der Mitte zu treffen. Das kann auch mal hilfreich sein. An dieser Stelle hier war es allerdings möglich, die linke Seite auch mehr oder weniger direkt in die rechte zu überführen.
Was ich jetzt im ersten Schritt hier mache, die Summe bleibt erstmal so stehen, wie sie ist, aber der ein oder andere weiß mit Sicherheit, wie wir diesen Binomialkoeffizienten umformen können. Kann mir das einer verraten? Was ist da die Regel? Was kann ich damit machen? N plus 1 über K. Keiner? Okay, wenn keiner eine Idee... Ja? Ja? Ah, du meinst jetzt, du willst die Summe aufsplitten? Ja, das wäre eine Möglichkeit, die man hätte. Ich könnte, wie üblich, ne, irgendwie den n plus ersten Summanden da rausholen. Das kann ich tun, das stimmt. Würde ich jetzt an dieser Stelle allerdings noch nicht machen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es gibt noch eine Rechenregel, was diesen Binomialkoeffizienten selber betrifft. Und zwar ist n plus 1 über k dasselbe wie n über k plus n über k minus 1. Diese Rechenregel solltet ihr immer im Kopf haben. Ja, die ist ganz wichtig für Binomialkoeffizienten. Und das würde ich jetzt als erstes tun. Ja, weil wenn ich jetzt quasi hier schon den n plus ersten Summanden raushole, das funktioniert auch, aber das wird tatsächlich noch schlimmer, als es eh schon ist, um es mal nett zu formulieren. Ja, es könnte sogar sein, dass ich an einer Stelle da nicht weiterkomme. Deswegen würde ich erstmal diese Rechenregel auf den Binomialkoeffizienten hier anwenden. Und was ich im nächsten Schritt dann tun kann, ich verändere die Summe immer noch nicht, ja, also sie läuft weiterhin von k gleich 1 bis n plus 1. Ich kann aber quasi, weil ja hier jetzt eine große Klammer drum steht, und ich habe den aufgesplittet in zwei Binomialkoeffizienten mit einem Plus dazwischen. Das heißt, ich muss hier nochmal eine große Klammer drum setzen und das Ganze mal k rechnen. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann jetzt hier im Prinzip Distributivität benutzen und ausmultiplizieren. Das heißt, das wäre dasselbe wie die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 von k mal n über k plus k mal n über k minus 1. Ja, das darf ich tun. Und jetzt darf ich im nächsten Schritt noch etwas tun. Und zwar darf ich die Linearität von Summen benutzen. Das kann ich auch mal hier drüber schreiben, damit ihr immer wisst, was hier passiert ist. Linearität von Summen. Das heißt, ich kann, weil ich eine Summe quasi hier in einer Summe habe, kann ich die Summe auch in zwei Summen aufsplitten. Das ist also dasselbe wie die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 von k mal n über k plus die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 über k mal n über k minus 1. Ja, das ist genau das Gleiche. Das darf ich hier auch tun. Und jetzt würde ich dahin gehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal diese Summe her, weil das ist ja das, was wir hier am Anfang auch hatten, mehr oder weniger. Also hier, ja. Jetzt sieht es schon mal so ein bisschen so aus. Ich habe nur das Problem, es läuft noch bis n plus 1. Und jetzt würde ich das machen, was eben gesagt wurde, weil jetzt sieht diese Summe schon mal so aus, wie das, was ich für meine Induktionsvoraussetzung auch nutzen möchte. Jetzt würde ich hier den n plus ersten Summanden rausholen und einfach ganz hinten dran schreiben. Also die Summe läuft jetzt nur noch bis n. Die zweite, ich bin schreibfaul, ich übernehme die jetzt einfach. Die bleibt nämlich auch genauso stehen. Und jetzt hänge ich den n plus ersten Summanden von dieser Summe hier noch hinten dran. Naja, und das wäre dann ja eben, indem ich für jedes k einmal n plus 1 einsetze, n plus 1 mal n über n plus 1. So, das sieht jetzt irgendwie total doof aus. Aber wenn ich mir das jetzt überlege,
n über n plus 1, das wäre zum Beispiel 4 über 5, 6 über 7, 7 über 8, 8 über 9, was auch immer. Etwas Kleineres über etwas Größeres. Was ergibt es immer? Weiß das jemand? Wenn die Differenz dazwischen genau 1 ist? Oder mindestens 1 ist? Was ergibt dieser Binomialkoeffizient zwingend? Das ist 0, ne? Ich will jetzt nicht so lang warten. Das hier ist gleich 0, okay? Und damit fällt im Prinzip dieser ganze hintere Teil sowieso schon raus. Den kann ich auch wegstreichen dann. Deswegen beachten wir den jetzt gar nicht länger, sondern im nächsten Schritt setze ich meine Induktionsvoraussetzung ein. Die kann ich ja hierfür jetzt einsetzen. Das heißt, hier steht n mal 2 hoch n minus 1 plus die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 über k mal n über k minus 1. So, diese Summe sieht immer noch sehr, sehr ungeschickt aus irgendwie, weil, naja, sie läuft irgendwie ab 1, sie läuft bis n plus 1 und ich habe irgendwie so einen Binomialkoeffizienten, mit dem ich erstmal gar nichts anfangen kann. So n über k minus 1, was soll das sein, ja? Und damit ich jetzt vielleicht ein bisschen praktikabler damit arbeiten kann, wende ich jetzt einen Trick an. Und zwar verschiebe ich den Index der Summe. Ja? Mir passt es nicht, dass der von k gleich 1 bis n plus 1 läuft. Ich hätte gerne, dass die Summe von k gleich 0 bis n läuft. Das heißt quasi um 1 nach, wenn man sich so einen Zahlenstrahl vorstellt, von 1 nach links versetzt. Ja? Es soll 1 früher losgehen und 1 früher aufhören. Ja? Das ist mein Wunsch. Und das kann ich auch arrangieren, dass das so ist. Das heißt, ich schreibe das schon mal so hin. Die soll jetzt laufen von k gleich 0 bis n. Ja, das soll passieren. Aber weil ich das getan habe, ja, ich habe jetzt einfach gesagt, hey, ich verschiebe die Grenzen, ja, die Indexgrenzen. Eins früher geht's los, eins später, früher geht's los und eins früher hört's auch auf. Weil ich das getan habe, muss ich aber jedes k, das hier drin steht, um das wieder gut zu machen, quasi, um das auszugleichen, muss ich jedes k, was in der Summe steht, um 1 erhöhen. Also hier quasi jedes n mache ich niedriger oder jedes k mache ich 1 niedriger im Summationsindex. Dafür muss ich in der Summe selber jedes k um 1 erhöhen, um genau diese Verschiebung wieder auszugleichen. Das heißt, hier wird ein k plus 1 draus und im Binomialkoeffizienten wird aus dem k minus 1 wieder das k. Und das sieht doch schon wieder ein bisschen netter aus. Ja? Was kann ich als nächstes tun? Das hier bleibt erstmal alles so stehen. Hier ändert sich gar nichts. Jetzt kann ich wieder die Linearität von Summen benutzen. Ich kann ausklammern. Ja? Und zwar kann ich, weil ich ja hier das ganze k plus 1 rechne, ich kann nicht ausklammern, sondern ausmultiplizieren. Sorry. Ich kann natürlich jetzt das k hier mit multiplizieren plus das tun, ja, und dann habe ich das hier. Ups, das hier. K gleich 0 n über alle k mal n über k plus die Summe von k gleich 0 bis n über alle n über k. Ja? Das heißt, ich habe hier erstmal ausmultipliziert und dann wieder, wie hier oben, die Linearität von Summen benutzt. Ja, und dann steht quasi das da. Also ich kann das auch nochmal dazu schreiben. Ich soll jeder Schritt im Nachhinein klar sein. Das heißt, hier, ich mach's mal so, hier ausmultiplizieren und Linearität von Summen. Das ist das, was ich hier benutzt habe. Und dann kann ich damit wieder etwas rumspielen, beziehungsweise ich kann jetzt eine Sache, die wir schon bewiesen haben, benutzen, und zwar haben wir die in der 1a bewiesen, und zwar, dass das Ganze hier, diese Summe, dasselbe ist wie 2 hoch n.
Na, das haben wir im binomischen Lehrsatz gezeigt. Und das kann ich einsetzen. Das heißt n mal 2 hoch n minus 1 plus 2 hoch n natürlich. 2 hoch n. Naja, und die letzte Summe lasse ich mal so stehen. Wobei mir gerade einfällt, dass ich das da im Prinzip genauso machen könnte. Aber dann weiß ich halt nicht, ob ich zum Ziel komme. Das ist ja das. Ja? Ich mache es jetzt erstmal nicht. Wir haben das jetzt mal nur für eine Summe angewendet. Und jetzt stört mich ja irgendwie noch so ein bisschen, dass die Summe hier bei 0 losgeht. Ursprünglich ging das Ganze immer bei 1 los. Ja? Und ich will ja am Ende auch die Summe ab k gleich 1 da stehen haben. Ja? Weil das ist ja gleich dem hier und nicht ab k gleich 0 ist gleich dem hier. Ja? Das heißt, ich will irgendwie dafür sorgen, dass die Summe wieder bei 1 losgeht. Was muss ich tun? Naja, ich muss den Summanden mit dem Index 0 aus der Summe rausschmeißen. Das heißt, jetzt läuft meine Summe von k gleich 1 bis n über n über k plus, naja, und jetzt setze ich einfach, hänge den Summanden wie beim, wenn ich den n plus 1 rausschmeiße. Jetzt habe ich halt den Nullten rausgeschmissen. Das heißt, ich muss für jedes k einfach die 0 einsetzen. Das heißt, hier stehen dann letztendlich plus. Oh, ich habe auch einen Fehler gemacht, sehe ich. Sorry, ich muss nochmal einhaken. Hier steht natürlich das k, weil ich habe das Ganze natürlich hierfür gezeigt, nicht hierfür. Ne? Weil hier steht ja noch das k. Das haben wir in der 1a nicht gezeigt, sondern das hier. Ne? Sorry, das war mein Fehler. Hier steht natürlich dann auch weiterhin noch das k drin. Ja. So, jetzt. Dann steht hier nämlich 0 mal n über 0. Naja, das ist ja gerade 0. Das heißt, ich kann es wieder rausschmeißen oder ignorieren. Jetzt kann ich meine Induktionsvoraussetzung zum zweiten Mal benutzen. Ja? Das heißt, das hier ist ja genau das, was ich in meinem Induktionsanfang für ein beliebiges, aber festes n gezeigt habe. Und das heißt, ich benutze jetzt zum zweiten Mal die Induktionsvoraussetzung und dann steht hier n mal 2 hoch n minus 1 plus 2 hoch n plus n mal 2 hoch n minus 1. Naja, und jetzt ist es wirklich nur noch Umformerei. Das ist immer noch dasselbe wie n mal 2 hoch n minus 1 mal 2 plus 2 hoch n. Das ist das gleiche wie n mal 2 hoch n plus 2 hoch n. Naja, und das ist eben genau n plus 1 mal 2 hoch n. Und damit bin ich fertig. Also ihr seht, es war nicht schön, aber es hat funktioniert. Man muss doch echt aufpassen. Gibt es dazu Fragen? Zu irgendeinem Schritt oder so? Ja. Mhm. Meinst du jetzt hier? Also wo ich jetzt von k gleich 0 auf k gleich 1 gegangen bin. Okay, ja, jetzt schaue ich gerade, das war hier. Hier, ne? Mhm. Ja. Genau. Ja. Das n ist ja quasi meine Grenze, ja? Also ich setze ja nicht, ich durchlaufe ja nicht in der Summe das n, sondern ich durchlaufe ja das k. Hier steht ja k gleich 0 bis n. Das heißt, k nimmt die Werte an 0, 1, 2, 3 bis n oder bis n plus 1 eben. Ne? Das heißt, die Summe durchläuft ja das k. Das n ist fest, das ist irgendein n, ja? Aber ich durchlaufe ja nur die k's in der Summe. Die nehmen verschiedene Werte an, das n nicht. Das ist der Grund. Alles klar. Weitere Fragen?
Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Ich schaue jetzt auch mal, Chat ist auch nichts. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ja, die Induktion, die dauert ein bisschen. Ich möchte mit euch über Folgen sprechen. Das machen wir mal auf dem neuen Blatt. So. Weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, auch für die Reihen, die ihr schon behandelt habt. Die Frage ist, was ist eine Folge? Ja, das ist jetzt erstmal so eine ganz, ganz allgemeine Frage wieder. Kann mir jemand so ganz grob oder intuitiv erklären, was kann ich denn unter einer Folge verstehen? Was ist das? Jemand einen Erklärungsversuch? Ja, so könnte man das beschreiben, genau. Intuitiv könnte man sagen, Folgen sind Wege ins Abzählbar und Unendliche. Abzählbar, unendlich. Eine Folge ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Zahlen. Genau, wir tun mit den einzelnen Folgegliedern erstmal so in der Folge, wenn wir die in Ruhe lassen, tun wir gar nichts damit, ne? Also so ein Beispiel, so ein ganz klassisches Beispiel ist so eine harmonische Folge. Beispiele mache ich ja eigentlich immer in Blau. So. Das heißt, die harmonische Folge schaut so aus, also AN nenne ich das immer, ne? Das ist mein Folgeglied, irgendeins, was ich betrachte. Und die Vorschrift ist, dass alle Folgeglieder, ne? Also ich betrachte das nte Folgeglied, das heißt ein beliebiges. Das heißt, jedes Folgeglied sieht so aus, ne? In dem Fall jetzt zum Beispiel 1 durch n. Ja? Und jetzt weiß ich, mein n durchläuft alle natürlichen Zahlen, das kann ich noch dazu schreiben. N kommt natürlich aus den natürlichen Zahlen, weil n quasi der Index ist. Ja. Naja, und wie sieht die Folge aus? Wenn n gleich 1 ist, dann wäre a1 gleich 1, a2 wäre dann also 1/2, a3 ein Drittel und so weiter und so fort. Ne? Und das kann ich natürlich bis ins Unendliche theoretisch tun. Ja. Deswegen steht ja auch abzählbar unendlich, ja, weil im Prinzip die Geschichte trotzdem abzählbar bleibt. Ich habe abzählbar viele Folgeglieder. Genauso denkbar wäre jetzt diese Folge hier. Ich könnte natürlich auch 1 durch n Quadrat nehmen. Ja, das funktioniert natürlich genauso. Naja, und wie sieht die Folge aus? Da wäre a1 auch gleich 1. a2 wäre aber schon ein Viertel. a3 wäre schon ein Neuntel und so weiter. Das heißt, die wird viel schneller, viel kleiner als jetzt nur 1 durch n. Ja, das ist intuitiv auch erstmal klar. Naja, und dann könnte ich das natürlich auch irgendwie, könnte ich mir so ein Bildchen malen. Mach das jetzt auch mal so ganz skizzenhaft. Geht vielleicht auch nicht wirklich auf. Also, wenn hier meine ANs liegen, also hier mein erstes Folgeglied, mein zweites, mein drittes, mein viertes und so weiter. Und ich habe hier, keine Ahnung, irgendwie die 1. Hier habe ich dann ein halb. Keine Ahnung. Also es wird jetzt nicht so ganz sauber, es ist nur eine Skizze, ein Viertel und so weiter. Ne? Dann könnte ich die Folgeglieder hier einzeichnen. Also mein erstes Folgeglied hat den Wert 1, mein zweites hätte den Wert 1/2, dann mein drittes irgendwie ein Drittel. Keine Ahnung, das ist dann irgendwie hier so dazwischen. Hier hätte ich ein Viertel. Das war doof. Irgendwo hier. Ja. Fünftel. Oh, naja, und ihr seht, worauf es hinausläuft, ist jetzt auch nicht ganz sauber. Also man könnte theoretisch dann ja, so eine Kurve durchzeichnen, das mache ich jetzt nicht. Also ihr wisst, worauf es hinausläuft, ja. Und dann an so Schaubildern sieht man ganz gut, wie verläuft denn der Spaß. Also wenn man nicht so auf den ersten Blick sieht, wie verläuft so eine Folge, macht es schon Sinn, sich vielleicht mal eine kleine Skizze zu zeichnen und schauen, springt es irgendwie hin und her oder sieht man, dass es irgendwie immer kleiner wird oder immer größer wird oder wie auch immer. Ja? Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, dann setzt man mal 2, 3, 4 Zahlen ein und schaut, was passiert. Ja? Jetzt gibt es halt einen ganz wichtigen Begriff bei Folgen und zwar den der Konvergenz. Und das ist ja genau das, was eigentlich so das absolute Hauptthema auf dem Blatt war.
Und jetzt kommt quasi eine Definition. Was heißt denn konvergent sein? Also wenn wir so eine Folge von Zahlen haben, Folge an, also eine beliebige, heißt konvergent gegen einen Grenzwert. Das heißt, eine Folge wächst vielleicht gar nicht unbedingt ins Unendliche. Ja, vielleicht konvergiert die auch gegen eine Zahl. Das meint eigentlich konvergieren. Läuft im Unendlichen gegen einen bestimmten Wert, wenn wir beliebig nah an diesen Wert herankommen, quasi. Ja, das heißt, wann passiert das? Eine Folge heißt konvergent gegen einen Grenzwert. Und ich nenne den Grenzwert jetzt einfach mal z. Und der kann auch eine reelle Zahl sein. Falls, und jetzt kommt die formale Definition und die schreckt schon sehr viele ab, dieser Grenzwert, das heißt ja nur hier Limes, ne, oder Limit, n gegen unendlich, das heißt, was passiert, wenn ich n gegen unendlich laufen lasse? Ja, und wenn das eben im Unendlichen gegen z läuft, ist das gleichbedeutend mit für alle Epsilon aus den reellen Zahlen, positiven reellen Zahlen, das heißt, Epsilon ist immer größer 0, ja, existiert ein N0 oder N Epsilon hat Herr Gerstner es, glaube ich, genannt, also groß N Epsilon, ich nenne es immer N0, aus den natürlichen Zahlen, das ist jetzt eine natürliche Zahl, sodass quasi für alle N, die größer oder gleich diesem N0 sind, gilt, dass der Abstand zwischen dem Folgeglied und dem Grenzwert kleiner ist als dieses Epsilon. Ja, und wir müssen uns klar machen, hier dieses Ns, ne, das ist der Folgenindex, das heißt der Index des Folgengliedes. Ne, also ich finde so einen Index, ne, ich kann sagen, ab dem n-nullten Folgeglied gilt genau das hier quasi. Für alle weiteren, alle größeren Indexzahlen quasi. Ja, und ich möchte das mal so ganz bisschen visualisieren, weil das ein extrem wichtiges Konzept ist, vor allem fürs Verständnis. Viele können mit dieser formalen Definition erstmal gar nichts anfangen. Also Visualisierung des Epsilon N0-Kriteriums. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, ja, an gleich 1/2 hoch n. Ja, das ist meine Folge. N soll mindestens 0 sein, ja, darf auch größer sein. Naja, wie immer, wie schaut es aus? Es wäre 1, 1/2, 1/4, 1/8 und so weiter, ja. Meine Vermutung wäre jetzt erstmal, der Grenzwert dieser Folge ist 0. Ja, wenn ich mir das so angucke, es wird immer kleiner, wahrscheinlich konvergiert es gegen 0. Das mag die Berechnung vielleicht auch ergeben, aber das heißt nicht, dass wir es bewiesen haben. Ich möchte es jetzt auch an der Stelle noch nicht beweisen, ich möchte es jetzt erstmal visualisieren. Was sagt mir jetzt das Epsilon N0-Kriterium, wenn ich hier einen Zahlenstrahl habe, ja, oder Zahlen gerade habe? Von mir aus sind das reelle Zahlen, ja, hier ist, keine Ahnung, hier ist die 0 von mir aus, ja. Dann kann ich um meinen vermeintlichen Grenzwert, ja, das hier wäre jetzt mein vermeintlicher Grenzwert, ich schätze, das könnte 0 sein, ja, hier schreibe ich mal Grenzwert gleich 0 hin. Dann kann ich um diesen Wert immer eine Umgebung schaffen, ja, ich kann mir ein Epsilon wählen, ein beliebiges, aber ein positives, das heißt irgendein Epsilon, was größer 0 ist, und ich kann jetzt mir eine Umgebung um diesen vermeintlichen Grenzwert betrachten, ja, vielleicht wähle ich Epsilon gleich 1 oder so, ja. Vielleicht wäre hier die 1, dann wäre ja hier Grenzwert plus Epsilon und hier wäre Grenzwert minus Epsilon. Ja? Wie gesagt, wenn ich Epsilon 1 wähle, wäre hier halt 1 und hier wäre minus 1. Ne? Es geht nur um die Visualisierung. Und jetzt interessiert mich nur dieser Bereich hier. Ja? Was passiert zwischen Grenzwert plus Epsilon und Grenzwert minus Epsilon? Und jetzt sagt mir dieses Kriterium, für alle positiven Epsilon wird es einen Index, einen Folgenindex geben, sodass für alle weiteren Folgeglieder, die größer oder gleich diesem Wert sind, gilt, dass der Abstand zwischen diesem Folgeglied und dem Grenzwert kleiner sein wird als mein Epsilon. Das heißt, wenn ich
mir diesen Bereich hier betrachte, heißt das nichts anderes als, ich werde immer noch ab einem bestimmten Index N0 ein Folgeglied finden, was irgendwo hier drin liegt. Oder eben, wenn ich, sag mal, von der Seite komme, von hier drin liegt. Ja? Aber das sagt mir erstmal, wenn ich mir so eine Epsilon-Umgebung, ne, so nenne ich jetzt dieses Kästchen hier quasi, die Epsilon-Umgebung des Grenzwerts, dann sagt mir das Epsilon-N0-Kriterium, wenn die Folge konvergiert, dann finde ich immer hier noch unendlich viele Folgeglieder drin. Ja? Das heißt, hier steckt vielleicht noch ein AN drin, ja? Ein NK. Hier steckt dann aber auch noch ein ANL. Das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich versuche das mal ein bisschen schöner zu machen. Also hier steckt noch ein ANK. Hier steckt noch ein ANL. Und so weiter. Also hier stecken im Prinzip noch ganz viele davon drin. Und zwar unendlich viele. Ja? Das sagt mir also nur, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ich werde so einen Index finden und weiß dann genau, ab diesem Folgeglied, für das gewählte Epsilon vorher, ne? Ich wähle ein Epsilon und für dieses Folgeglied wird der Abstand dann von allen weiteren Folgegliedern kleiner sein als mein gewähltes Epsilon. Der Abstand zum Grenzwert. Das heißt, diese Abstände hier, ne? Diese Abstände hier, ja, der Abstand zu meinem Epsilon ist ja bis hier quasi. Und genau, das sagt mir das Epsilon-N0-Kriterium. Ich hoffe, das hat jetzt jeder aufgrund der Visualisierung auch so ein bisschen verstanden, was das heißen soll. Ja, weil ich glaube, viele sehen diese Definition und kapieren gar nicht, was sie heißt. Genau das heißt sie. Gibt es zum Verständnis noch Fragen, weil das ist ganz wichtig. Gibt es dazu noch eine Frage? Okay, sieht nicht so aus. Wenn doch, bitte fragen, weil, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man das verstanden hat, versteht man auch, wie das Kriterium funktioniert. Ich schreibe nochmal hin. Egal, wie klein Epsilon größer 0 gewählt wird, also es ist auch vollkommen egal, wie klein es ist, es wird immer ein Folgeglied AN geben, das näher am Grenzwert liegt als Epsilon. Das ist die Quintessenz, ne? Das heißt, wenn wir das zeigen können formal, dann wissen wir auch, okay, unsere Folge konvergiert. Und das war der Sinn, und das ist jetzt die Überleitung, das war der Sinn der Aufgabe 2 und eigentlich auch der Aufgaben 3 und 4. Und deswegen, im Prinzip war das immer nur dieses Kriterium anzuwenden. Ja? Wir sollten hier zeigen, dass der Grenzwert, also der war ja gegeben sogar, wir wissen, der Grenzwert war 1, ne? Wurzel n plus 3 durch Wurzel n gleich 1 existiert. Ja, das war der Sinn. Wir sollten den nicht berechnen, weil der war ja irgendwie auch vorgegeben. Manche haben den mir dann nämlich berechnet, aber der war ja gegeben. Also war nicht notwendig, den zu berechnen. Sondern wir sollen formal zeigen, dass er existiert. Naja, und das bedeutet eben, wir wollen zeigen, für alle Epsilon größer 0, das heißt, egal wie ich es wähle, wird so ein N0 aus den natürlichen Zahlen eben existieren, sodass für alle Folgeglieder, die den Index größer diesem N0 haben, größer gleich diesem N0 haben, gilt, dass der Abstand zwischen ihnen und unserem Grenzwert 1 kleiner sein wird als unser Epsilon. Und zwar egal, welches Epsilon ich wähle. Vollkommen beliebig. Ja? Natürlich hängt dieses N0 vom Epsilon ab. Ja? Aber es wird immer 1 geben. Und das sollen wir zeigen. Ja? Also fangen wir so an. Sei Epsilon größer 0. Das dürfen wir voraussetzen. Ja, wir wählen ein Epsilon, was größer 0 ist. Wir wollen also, dass der Abstand zwischen Wurzel n plus 3 durch Wurzel n minus unseren Grenzwert 1 kleiner ist als unser Epsilon.
So, und jetzt kann ich mit der linken Seite einfach so lange rumspielen, bis ich es nach Epsilon abschätzen kann, beziehungsweise bis ich eben so ein N0 finde. Das heißt, ich will den ganzen Quatsch hier eigentlich nach N0 umstellen, wenn ihr so wollt. Das heißt, naja, hier kann ich draus machen, Wurzel N plus 3 durch Wurzel N. Ah, ich kann es auch aufsplitten, ich mach's mal so. Das heißt, Wurzel N durch Wurzel N plus 3 durch Wurzel N minus Wurzel N durch Wurzel N. Ja, ist kleiner als Epsilon. Naja, und jetzt sehe ich, das hier ist 1, hier ist minus 1, das hebt sich weg. Also habe ich nur noch den Abstand von, oder den Betrag jetzt von 3 durch Wurzel N. Das soll kleine Epsilon sein. Jetzt ist die Überlegung, was stört mich hier noch? Vor allen Dingen stören mich erstmal diese blöden Betragsstriche. Jetzt gucke ich, kann ich die vielleicht weglassen? Die Antwort ist ja. 3 ist positiv. Wurzel n von jeder natürlichen Zahl ist eine positive Zahl. Das heißt, Zähler und Nenner sind positiv. Der ganze Bruch ist immer positiv. Dann kann ich Betragsstriche auch weglassen. Ne? Das heißt, die kann ich einfach wegfallen lassen. Aber das muss man immer prüfen. Man darf die nicht einfach weglassen, wenn die Möglichkeit besteht, dass etwas negativ sein kann. Hier wissen wir, das wird nie passieren. Deswegen kann ich sie weglassen. Naja, und jetzt würde ich einfach den ganzen Kram nach n mal auflösen. Ja, ich kann ja eine Ungleichung genauso rechnen wie in einer Gleichung. Ich muss nur bei bestimmten Sachen aufpassen. Irgendwie zum Beispiel, wenn ich mit einer negativen Zahl multipliziere, dann dreht sich das Zeichen um und so. Da muss ich schon aufpassen. Aber ich multipliziere jetzt mal mit Wurzel n. Das tut erstmal gar nichts. Dann steht hier halt Epsilon mal Wurzel n. Jetzt teile ich durch Epsilon. Ich hätte 3 durch Epsilon. Kleiner Wurzel n. Jetzt darf ich auch quadrieren. Und dann hätte ich hier eben 3 durch Epsilon Quadrat kleiner n. Naja, oder eben 9 durch Epsilon Quadrat kleiner n. Aha! Das heißt, mein n ist immer strikt größer als 9 durch Epsilon Quadrat, egal was für ein Epsilon ich wähle. Und das heißt im Umkehrschluss für mich, ich muss mein n0 also gerade so groß wählen, dass das immer größer gleich diesem n ist. Ja? Das heißt, ich könnte diesen Wert hier auch einfach auf die nächstgrößere ganze Zahl, oder natürliche Zahl in dem Fall, aufrunden. Ja? Und das kann ich ja mit dieser Gauss-Klammer machen. Das heißt, 9 durch Epsilon Quadrat nach oben aufgerundet ist genau das n0, was ich gesucht habe. Ja? N0 braucht genau diesen Wert. Und dann werde ich immer Folgeglieder haben, wo der Abstand zwischen Folgeglied und Grenzwert kleiner als meinem Epsilon sein wird. Ja? Also das hier, ich könnte jetzt noch als Fazit, ich fordere es ja von euch immer, dass ich dann schreibe, also ich könnte jetzt sagen, für Epsilon, das Fazit ist für Epsilon größer 0, und n0 gleich 9 durch Epsilon Quadrat aufgerundet gilt für alle n größer gleich diesem 9 durch Epsilon Quadrat aufgerundet gilt, dass an minus 1 kleiner als Epsilon ist. Und damit konvergiert das. Ja? Das meint ja genau das, was hier steht. Gibt es dazu Fragen? Gucken wir auf die Uhr. Ja. Also wenn das Fazit fehlt, meinst du, war ich jetzt eigentlich immer gnädig. Ich habe ja nach dem ersten Blatt, habe ich mal gesagt, hey Leute, ich habe gesehen, viele haben nicht mehr hingeschrieben, was war zu zeigen oder haben dann das Fazit. Also ich merke das natürlich auf dem Blatt schon an, dass ich dann irgendwie einen Pfeil mache und schreibe manchmal auch Fazit, Fragezeichen. Aber im Prinzip ziehe ich eigentlich nichts davon ab. Ja. Ich wüsste zumindest jetzt keinen Fall mehr, wo ich das mal getan hätte. Ich würde es natürlich gern lesen, deswegen schreibe ich den Hinweis auch immer hin, weil es gehört zum Beweis dazu, dass ich nochmal das Fazit hinschreibe. Habe ich denn das gezeigt, was ich zeigen wollte? Ja, aber im Prinzip ziehe ich eigentlich nichts dafür ab. Solange der Beweis korrekt ist, ziehe ich eigentlich nichts dafür ab. Okay?
N0 ist eine natürliche Zahl und es kann sein, dass was hier herauskommt keine natürliche Zahl ist. Und deswegen runde ich es auf die nächste natürliche Zahl auf. Das ist der Grund. Hm? Weitere Fragen? Okay, vielleicht kommen ja noch welche. Weil das ist echt, das ist so, wie sagt man, harter Tobak, ja? Das ist nicht mehr trivial, das zu verstehen. Finde ich zumindest. Mhm. Mhm. Ja, ich zoome mal ganz nah ran. So, genau, ich hatte gesagt, das hier ist die Epsilon-Umgebung, beziehungsweise das Ganze wäre die Epsilon-Umgebung, ne? Und das N0 wäre jetzt das Folgeglied, wo ich sage, ah, alle, die größer oder gleich sind, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ah, hier ANK ist vielleicht auch AN0, ja, dann heißt das, alle Folgeglieder, die entweder das, genau dieses Folgeglied sind, oder die kleiner sind, wo der Abstand also hier genau dazwischen liegt, das sind die, wo der Abstand auf jeden Fall kleiner sein wird als mein gewähltes Epsilon. Ja? Beziehungsweise eigentlich jetzt überlege ich nochmal, das ist nicht grafisch, vielleicht doch jetzt. Weil unser Epsilon beginnt ja im Prinzip, oh, unser Epsilon beginnt ja im Prinzip schon hier. Quatsch. Den hier wollte ich. So. Unser Epsilon beginnt schon hier. Ja. Genau, es geht ja um den Abstand vom Grenzwert zu meinem gewählten Epsilon. Gut, hier rechne ich das Epsilon auf den Grenzwert drauf. Also wenn das hier quasi irgendwo mein Epsilon ist, sagen wir mal, ich wähle irgendwie dieses Epsilon, ja, dann kann mein Folgeglied genau da dazwischen fallen. Ja? Also N0 ist quasi das, wenn du so willst, das erste Folgeglied, für das diese Beziehung hier gilt. Dass der Abstand zwischen Folgeglied und Grenzwert kleiner ist als meinem gewählten Epsilon. Ja? Also das könnte zum Beispiel genau hier liegen, dann weiß ich, ah gut, aber auch die Folgeglieder, die noch näher am Grenzwert liegen, die haben ja auch Abstand kleiner Epsilon. Okay? Die Folgeglieder, naja, für die gilt es ja nicht. Die hier, die quasi außerhalb der Epsilon-Umgebung oder meinem gefundenen N0, ja, die außerhalb davon liegen, da gilt es nicht, ja. Also, weiß ich nicht, wenn die hier zum Beispiel, ich zeichne das mal hier auf, ein Folgeglied, was hier liegt, naja, man sieht es grafisch, Abstand, Folgeglied, Grenzwert ist auf jeden Fall größer als Abstand, Folgeglied, Epsilon. Ne? Abstand, Grenzwert, Epsilon, ja. Also für ja, also ich habe mit dem Wort Funktion jetzt gerade ein Problem, weil wir reden ja gar nicht über Funktion, sondern über Folgen. Also wir haben hier keine Funktion. Diese Folgeglieder gibt es natürlich trotzdem. Ja, also natürlich liegen hier auch Folgeglieder. Das ist nicht das Problem. Ja, wir wollen eben sagen, aha, egal. Also ich hätte mein Epsilon ja auch viel größer wählen können. Ich hätte auch sagen können, ich wähle mir hier ein Epsilon. Ne? Und dann wären die Folgeglieder, die hier liegen, natürlich genauso gut quasi, um das zu zeigen. Ja. Der Punkt ist nur, ich wähle mir ein Epsilon, irgendeins, egal wie. Ja, ich kann das Epsilon auch ganz nah hier am Grenzwert wählen. Aber ich werde trotzdem immer noch hier dazwischen Folgeglieder finden. Das ist die Quintessenz, ja, egal wie ich das Epsilon wähle. Ich habe jetzt das Epsilon halt hier so eingezeichnet, ja, dass es jetzt halt gerade irgendwie hier lag oder hier eben die Epsilon-Umgebung quasi endet, ja. Aber ich hätte das Epsilon auch hierhin wählen können oder hierhin und dann weiß ich, ah, wenn ich so ein N0 finde, das N0 hätte sich dann logischerweise verändert, ja, das wäre vielleicht dann größer geworden.
dann würde ich trotzdem weitere Folgeglieder darin finden. Das ist das, was das Epsilon-N0-Kriterium sagt. Egal wie groß Epsilon ist. Ob Epsilon jetzt hier liegt oder hier liegt oder hier liegt oder hier liegt, das ist im Prinzip egal. Sag nur, ich werde immer eins finden. Egal wie nah am Grenzwert ich Epsilon wähle oder egal wie klein ich Epsilon wähle. Okay? Alles klar. Weitere Fragen? Ja. Ja. Schau hier. Oh. Ja, also es kann auch sein, dass die Bedingung für mein N0 schon gilt. Es muss nicht so sein, es kann aber so sein. Ja, und deswegen größer gleich. Dieses N kann auch N0 sein. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, ansonsten einfach dazwischen funken, machen wir weiter. Ja, schaffen wir. Ich finde, im Moment sind sehr viele Aufgaben für sehr wenig Zeit, weil ich ja, ihr wisst ja, ich erkläre immer gerne etwas mehr als nur die Aufgaben. Deswegen, ja, ich versuche trotzdem irgendwie hinzukommen. Also Aufgabe 3. Hier hatten wir jetzt an gleich 1 durch n². Ah, die haben wir vorhin schon mal kurz im ersten Beispiel so ein bisschen betrachtet, ne? Und jetzt, ich nehme noch mal den Zettel, weil da musste ich leider in der Aufgabe 3 wie auch in der Aufgabe 4 sehr, sehr viele unnötige Punkte abziehen. Ja, also sehr viele unnötige Punktverluste, weil hier steht, zeigen Sie, dass die folgenden Folgen konvergieren und bestimmen Sie die Grenzwerte. Das sind zwei Sachen. Bestimmen Sie die Grenzwerte, heißt, die müsst berechnen, wenn ihr so wollt, ja. Und das Zweite, was noch davor stand, ist, zeigen Sie, dass das Ding konvergiert. Und zeigen Sie, dass das Ding konvergiert, heißt Epsilon-N0-Kriterium benutzen. Oder ein anderes Konvergenzkriterium. Es gibt ja mehrere. Ja? Das wurde oft nicht gemacht, sondern wurde nur der Limes berechnet. Ja, und wenn es einen Grenzwert hat, konvergiert es auch. Klar. Ja, aber ihr solltet das auch zeigen, dass das so ist. Und dann konnte ich immer nur die Hälfte der Punkte geben. Das war sehr ärgerlich. Ja? Bitte macht genau das, was von euch verlangt wird. In der Aufgabenstellung. Ja. Zeigen Sie heißt nicht berechnen Sie. Zeigen Sie heißt zeigen Sie. Okay? Das heißt, zu zeigen ist hier für alle Epsilon größer 0. Gibt es wieder so ein N0 aus den natürlichen Zahlen, sodass für alle N, die größer oder gleich diesem N0 sind, gilt der Abstand zum Grenzwert ist kleiner Epsilon. So, und jetzt überlege ich direkt, oder wir haben es ja vorhin schon gesehen, diese Folge, was ist die Vermutung? Der Grenzwert wird vermutlich 0 sein. Ja, wir könnten auch den Limes berechnen und dann sehen wir auch, dass es 0 ist. Ne? Also ich setze mal direkt hier 0 ein. Ja, das sollen wir zeigen. Das heißt, wieder sei Epsilon größer 0. Dann folgt daraus, dass der Abstand zwischen 1 durch n² minus 0 kleiner als Epsilon sein soll. Naja, die 0 kann ich mir auch sparen. Ich habe nur 1 durch n² im Betrag, soll kleiner als Epsilon sein. Naja, gut, jetzt überlege ich wieder, was stört mich? Vor allem der Betrag stört mich. Kann das hier jemals negativ werden? Die Antwort ist nein. Das heißt, ich kann die Betragsstriche weglassen. 1 durch n² ist kleiner als Epsilon. Naja, und jetzt forme ich einfach wieder nach n um. Ja, und ich möchte, dass ich einen Ausdruck bekomme, n ist größer als irgendwas mit Epsilon. Ja, das heißt, ich kann das hier umformen zu 1 ist kleiner als Epsilon n Quadrat. Naja, jetzt teile ich eben durch Epsilon, habe 1 durch Epsilon ist kleiner als n Quadrat. Und jetzt ziehe ich die Wurzel, das heißt, die Wurzel von 1 durch Epsilon ist kleiner als n. Und dann weiß ich, wie ich mein n0 wählen sollte, damit die Bedingung des Epsilon-N0-Kriteriums dann quasi erfüllt ist. Das heißt, n0 sollte ich so wählen, dass eine ganze Zahl rauskommt, und zwar die nächstgrößere.
von Wurzel 1 durch Epsilon für jedes Epsilon. Ja. Also, dann hätte ich schon mal Fazit wäre wieder, ja, für alle Epsilon größer 0 existiert N0 gleich 1 durch Epsilon, sodass für alle N größer diesem Wert, größer gleich diesem Wert gilt, dass AN, naja, der Betrag von AN eben kleiner als Epsilon ist. Ne? Das wäre jetzt der Beweis. Ja? Das geht also auf. Diesen Wert N0 gibt es. Und damit könnte ich jetzt noch, nicht mehr, sondern ich kann jetzt natürlich auch den Limes noch berechnen. Das ist eine ganz fixe Sache. 1 durch n Quadrat. Naja, ich gucke, was passiert. N wird immer größer. Das heißt, der Nenner wird immer größer. Und das heißt, für den ganzen Bruchteil wird immer kleiner. Also konvergiert es gegen 0. Ne? Oder strebt gegen 0. Genau. Und damit habe ich den Grenzwert quasi auch schon berechnet. Gut. Dann die B. Hier hatten wir Bn ist gleich n Quadrat plus 7 durch n Quadrat plus 6. So, und das ist schon mal, sieht nach einer netten Folge aus. Wir wissen jetzt nicht direkt, konvergiert die oder nicht. Ich würde sagen, ja, sieht ein bisschen so aus. Wir müssen halt mal gucken. Lasst uns erstmal den Grenzwert berechnen, weil ich muss den ja berechnen quasi erstmal, um dann eine Vermutung zu haben, kann ich es auch wirklich beweisen, weil das wäre ja dann genau der Wert, den ich in das Epsilon-N0-Kriterium für den Grenzwert einsetzen müsste. Ja? Das heißt, lasst uns das erstmal berechnen. So, das heißt, wenn n gegen unendlich geht, von b und n, was ja nichts anderes ist, als n gegen unendlich von n² plus 7, durch n Quadrat plus 6. Und jetzt habe ich ja genau das Problem, dass ich es nicht direkt ablesen kann. Hat jemand eine Idee, was ich dann tun kann, wenn ich es nicht direkt sehe, so wie eben gerade zum Beispiel? Was sollte ich tun? Ich habe es akustisch nicht so ganz verstanden, aber ich vernahm das Wort ausklammern. Okay. Mhm. Ja. Okay, ja. Der Trick, genau, also du hast recht, so machen wir es auch. Der Trick ist hier genau immer die höchste Potenz auszuklammern. Ja, wenn ihr sowas habt, wo gerade irgendwie Polynome stehen, ja, Zähler, Nenner oder generell Polynome, ja, obwohl das mit dem Ausklammern, das muss man natürlich in einem Bruch irgendwie machen. Also wenn ihr Brüche habt mit Polynomen drin, dann klammert ihr die Variable quasi mit der höchsten Potenz komplett aus. Ja, das heißt, in dem Falle würden wir n Quadrat sowohl im Zähler als auch im Nenner einfach mal ausklammern. Das heißt, hier steht dann noch irgendwas in der Klammer. Und zwar 1 plus, naja, wenn ich n Quadrat aus 7 ausklammere, heißt das, es bleiben 7 durch n Quadrat übrig, weil n Quadrat mal 7 durch n Quadrat ergeben eben wieder 7. Ne? Und genauso hier unten, dann habe ich hier unten halt 6 durch n Quadrat stehen. Und jetzt kann ich ja kürzen. Ne? Die n Quadrats fliegen raus. Und ich habe auch vergessen, Limes zu schreiben. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Den haben wir noch nicht bestimmt. N läuft immer noch gegen unendlich. So, und das ist eben genau Limes n gegen unendlich von 1 plus 7 durch n Quadrat durch 1 plus 6 durch n Quadrat. Naja, und jetzt sehe ich es doch schon eher, was passiert. Ja, vor allen Dingen aufgrund der Aufgabe A jetzt gerade, ne, weil wir schon wissen, das geht gegen 0 hier, das geht gegen 0. Ne? Und hier steht es ja so ähnlich. Hier habe ich auch wieder n Quadrat in zwei Nennern drin. Das heißt, auch diese beiden Brüche werden im Unendlichen gegen 0 streben. Das heißt, wenn ich jetzt wende ich quasi die Geschichte hier an,
Ja, und deswegen schreibe ich jetzt nicht mehr Limes hin, weil ich habe es jetzt benutzt. Was bleibt übrig? 1 plus 0 durch 1 plus 0. Naja, und das ist eben 1. Ne? Das heißt, meine Vermutung ist jetzt, dass das Ding hier gegen 1 strebt. Ja. Und jetzt könnte ich das Epsilon-Null-Kriterium anwenden, haben auch einige gemacht. Es gibt hier jetzt aber was, was man echt halt benutzen kann. Und zwar haben wir ja gesehen, ich schreibe mal hin, nach A geht 1 durch n Quadrat ja eben gegen 0. Ne? Das ist ja quasi das, was wir schon bei der A benutzt haben. Ich glaube, das wurde sogar der Musterlösung so. Ich schaue gerade nochmal nach. Ich meine aber, die haben das tatsächlich genauso benutzt. Ja, genau. Und dann können wir quasi auch wirklich daraus folgern, Bn konvergiert wirklich gegen 1. Aber das kann ich jetzt nur machen, weil ich das halt in A quasi schon bewiesen habe. Ne? Weil da habe ich ja das Epsilon-N0-Kriterium durchgeführt. Da weiß ich, ah, da ist es wirklich bewiesen, dass dieser Term gegen 0 konvergiert. Und damit ist, ich kann diesen Beweis direkt benutzen. Ich muss das hier jetzt nicht nochmal anwenden und direkt sagen, naja, wenn das so ist, dann muss das gegen 1 konvergieren. Ja? Alles klar. Schauen wir uns die C an. Das war 1 durch 2 hoch n. Ja. Das kann ich umschreiben. Das ist dasselbe wie 1 halb hoch n. Ah, die haben wir eben auch irgendwie schon mal kurz anklingen lassen. Ja. Diese Folge. Und jetzt möchte ich, und hier muss ich es jetzt wieder tun, zeigen. Erstmal, also ich könnte natürlich jetzt den Grenzwert irgendwie ausrechnen. Die Frage ist, hat jemand von euch vielleicht schon eine Idee, wogegen das konvergiert? Vielleicht machen wir das erstmal. Also zeigen wir das erst, zeigen wir. Ja, ist nicht zu zeigen, sondern wir berechnen es. Sorry. Lasst uns erstmal das berechnen und dann setzen wir es wieder im Epsilon-Null-Kriterium ein. Was sagt ihr? Gegen was oder was wird der Grenzwert sein? Ja, exakt. Also eigentlich dasselbe Argument wie zum Beispiel bei 1 durch n Quadrat auch, ne? Der Nenner wird immer größer, das heißt, das ganze Ding wird immer kleiner und geht beliebig nah an die 0. Ja. Und jetzt ist eben wieder zu zeigen, dass das Ding halt auch wirklich konvergiert, das heißt für alle Epsilon größer 0 existiert ein N0 in den natürlichen Zahlen, sodass für alle N, die größer gleich diesem N0 sind, gilt der Abstand eines Folgegliedes zur 0 wird kleiner als mein Epsilon sein. Ja, das muss ich jetzt hier zeigen. Und das heißt wieder der Betrag von, und jetzt benutze ich einfach hier mal die Umformung, ja, der Betrag von 1 halb hoch N. Ja, minus 0 kann ich direkt weglassen. Soll kleiner Epsilon sein. Ja. Wieder die Frage, kann das Ding hier jemals negativ werden? Die Antwort sieht hoffentlich jeder. Nein. Ja. Ein Bruch, den ich potenziere mit jeder natürlichen Zahl, wird auch immer positiv bleiben. Ja. Das heißt, ich kann die Betragsstriche direkt weglassen. So. Jetzt ist die spannende Frage, wie komme ich, ich will das ganze Ding ja nach n quasi umstellen, diese ganze Ungleichung, wie komme ich an das n? Wie komme ich dran? Wer kann mir da helfen? Ich verstehe dich leider ganz schlecht, aber ich glaube, du hast Logarithmus gesagt, ne? Ja, okay, super. Genau, das ist die Idee. Das heißt, ich wende auf beiden Seiten den ln an. Ja? Das ist also äquivalent, wenn ihr so wollt, zu ln von 1 halb hoch n ist kleiner als ln von epsilon. Ja, und jetzt gibt es eine Logarithmus-Rechenregel. Wenn ich hier quasi den ln nehme von irgendwas hoch n, kann ich das n vor den Logarithmus ziehen. Und das tue ich hier.
Und schon habe ich das n, das ist der Trick, ne? Jetzt habe ich das n nicht mehr oben in der Potenz, sondern konnte es runterziehen. Das ist n mal ln von 1/2 ist kleiner als ln von Epsilon. So. Ich würde noch viel gern, sehr gerne mit euch weitermachen und dass ihr mitrechnet, aber wir haben echt keine Zeit, deswegen muss ich das leider heute so runterbeten. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem folgen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich will ja nach n umstellen, das heißt, ich will durch ln 1/2 teilen, aber der ln von 1/2 ist eine negative Zahl. Ja? Der ln zwischen 0 und 1, das heißt kleiner 1, und aber strikt größer 0, ist immer negativ. Ja? Das heißt, hier rechne ich jetzt mit einer negativen Zahl rum, das heißt, das Ungleichheitszeichen dreht sich automatisch mit. Das heißt, n ist größer als ln von Epsilon durch ln von 1/2. Ich kann ja nochmal dazu schreiben, ln 1/2 negativ. Ja? Oder kleiner 0 in dem Fall. Kleiner 0. Ja? Das ist der Grund. Deswegen dreht sich das ganze Ding um. Und jetzt habe ich ja wieder mein n0 gefunden. Das heißt, n0 ist in dem Falle einfach, wenn ich den Spaß hier aufrunde, so. Okay. Und damit, ja, könnte ich jetzt als Fazit wieder schreiben, für alle Epsilon größer 0 existiert das n0 mit diesem Wert, also ln Epsilon durch ln 1/2 aufgerundet, sodass für alle n, jetzt mache ich aus Zeitgründen größer n0 wieder, der Betrag, kann ich weglassen, der Betrag eben kleiner ist als Epsilon. Also habe ich wieder so ein n0 gefunden. Okay. Gehen wir fix zur D. Hier haben wir jetzt dn plus 2 ist gleich dn plus 1 mal dn. Ja, das sollte gezeigt werden, dass das konvergiert. Und da haben viele was mit Fibonacci-Folge geschrieben. Die Fibonacci-Folge funktioniert aber nicht mit mal, sondern mit plus. Ja? Die werden wir auch gleich noch sehen, und zwar in der Aufgabe 4. Das ist keine Fibonacci-Folge. Ja. Deswegen konnte ich das dann leider auch nicht irgendwie positiv anrechnen. Weil es halt leider einfach nicht stimmt. Hier konnte man mit dem Monotonie-Kriterium arbeiten. Jetzt, dass wir auch mal ein anderes Kriterium sehen, als immer nur dasselbe. Weil mit dem Epsilon-Kriterium ist man jetzt hier nicht viel weiter gekommen. Achso, der Hinweis war noch, sorry, mit 0, also D1, D2 sind immer zwischen 0 und 1. Und das gibt ja schon mal den Hinweis, wenn ich die immer miteinander multipliziere, wird es immer kleiner. Ja? Also jedes Folgeglied wird kleiner als das davor sein. Ne? Weil Werte zwischen 0 und 1 miteinander multipliziert ergeben, was noch kleiner ist. Ja? Das heißt, wir haben auch schon mal den Hinweis, wahrscheinlich monoton fallend und so. Ne? Weil das Monotonie-Kriterium sagt, eine monoton wachsende oder fallende Folge, Schrägstrich, fallende Folge konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist. Das heißt, erstens zu zeigen, dass dn beschränkt ist. Das ist das Erste, was wir zeigen wollen. Ich meine, das geht irgendwie auch hieraus schon so hervor, aber das wollen wir trotzdem zeigen. Und die Begründung wäre jetzt, da D1 und D2 immer strikt größer 0 sind, folgt aus der Monotonie der Multiplikation, dass D3, was ja D1 gleich D1 mal D2 ist, größer 0 sein wird. Ja. Wenn beide Faktoren größer 0 sind, ist natürlich auch das Ergebnis größer 0. Ja. Also ist dn größer 0 für alle n aus n. Das steht ja irgendwie auch schon in der Bedingung, aber das war jetzt nochmal der formale Beweis. Das heißt, die Folge ist nach unten beschränkt. Ich habe jetzt die. Warum habe ich jetzt gezeigt, dass sie nach unten beschränkt ist? Weil ich ja vermute, dass sie monoton fällt. Und wenn sie monoton fällt und sie ist nach unten beschränkt, muss mir klar sein,
sie konvergiert natürlich gegen diese Beschränkung. Ne? So, das heißt, zum Zweiten muss ich jetzt noch zeigen, dass dn monoton fallend ist. Monoton fallend. So, und das heißt ja nichts anderes als dn minus dn plus 1 soll kleiner 0 sein im Prinzip. Ja? Beziehungsweise, ja doch, genau, soll. Nee, Quatsch. Das heißt, sorry. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn es monoton fällt, heißt dn plus 1 soll kleiner sein als dn. Und dann hätte ich eben dn plus 1 minus dn soll kleiner 0 sein. Ja? Also das ist das, was das bedeutet. Ups. Schaue ich mir mal an, dn, jetzt ich nehme mal dn und ziehe mal das nächste größere Folgeglied davon ab. Ja? Jetzt kann ich ja dn plus 1 umschreiben, weil das steht ja auch so da, dn plus 1 wäre dann eben dn mal dn minus 1. Das kann ich genauso hinschreiben. Dn minus dn mal dn minus 1. So ist das Bildungsgesetz dieser Folge. Jetzt kann ich dn ausklammern. Das heißt dn mal 1 minus dn minus 1. So, was folgt daraus? Jetzt weiß ich, 1 minus dn minus 1 muss größer 0 sein. Warum? Weil dn minus 1 ja strikt kleiner 1 ist für alle n aus n. Nach Bedingung. Das steht ja hier. Hier. Alle sind kleiner 1. Ne? Beziehungsweise d1, d2 sind kleiner 1 und sind auch alle anderen Folgeglieder kleiner 1. Könnte man per vollständiger Induktion beweisen. Aber ihr versteht. Ja? Das gilt. Und das ist ja äquivalent damit direkt schon, dass dn größer als dn plus 1 sein muss. Und damit habe ich gezeigt, dass sie monoton fällt und da d1 beschränkt und monoton fallend ist, das ist wieder mein Fazit, ne? Und monoton fallend ist, ist die Folge d1, dn meinte ich natürlich, sorry. Dn. Ist sie konvergent? So. Naja. Und der Grenzwert ist eben 0. Ja? Wenn wir wissen, sie ist nach unten beschränkt und sie fällt monoton, wird meine Beschränkung wohl auch der Grenzwert sein. Okay. Gibt es dazu noch Fragen? Also sonst würde ich sofort zur Aufgabe 4 gehen. Okay, sieht nicht so aus. Ich hoffe, ihr könnt trotz des Tempos heute folgen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde das gern viel ausführlicher mit euch machen, aber uns fehlt die Zeit. Also ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall trotzdem bisher einiges mitgenommen, vor allen Dingen ein bisschen besseres Verständnis von diesem komischen Epsilon-Kriterium da. Das hat mich auch damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, total verwirrt. Aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, dann kommt man damit auch klar. So, Aufgabe 4. Bei der A haben wir wieder eine Folge. Was sollen wir überhaupt tun? Schauen wir nochmal nach. Was sollen wir überhaupt tun? Wir sollen Konvergenz bzw. Divergenz der nachstehenden Folgen zeigen. Und da war wieder das Problem, manche haben mir den Limes berechnet. Das war aber nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war, wir wollen zeigen, dass das Ding konvergiert oder eben divergiert. Ja? Das wollten wir. Wir wollten keine Grenzwertberechnung machen. Haben leider einige gemacht. Bitte lest genau, was die Aufgabenstellung ist, weil dann kann ich auch mehr Punkte geben. Also, was vermuten wir bei Wurzel n als Folge? Naja, die Vermutung ist natürlich, die Folge divergiert. Ja, also wenn n immer größer wird, dann wird das Ganze irgendwann gegen unendlich schießen. Ja, das vermuten wir jetzt einfach. Das heißt, jetzt haben wir das Problem, wir haben bisher immer nur Konvergenz gezeigt. Wie zeigen wir Divergenz? Naja, es wäre ja eine Möglichkeit, anzunehmen, dass sie konvergiert und das Ganze zum Widerspruch zu führen. Und das ist hier
mit großer Sicherheit zielführend. Ja, deswegen lasst uns das mal tun. Das heißt, wir wollen trotzdem zeigen, für alle Epsilon größer 0 wird es so ein N0 geben, dass alle N größer diesem N0 oder größer gleich diesem N0 gilt, dass der Abstand vom Folgeglied zu meinem Grenzwert hier, wo ich ja annehme, dass er jetzt existiert, ne? Jetzt muss ich halt mit dem allgemeinen Grenzwert Z rechnen, dass der existiert, ja, und dass dieser Abstand ein kleiner Epsilon sein wird, ja. Das heißt, angenommen, jetzt kommt dieser, ne, angenommen heißt immer, naja, vielleicht kriege ich es irgendwie zum Widerspruch. Ich nehme jetzt mal an, an, oder ich mache es kurz, der Grenzwert von an ist gleich, ich nenne ihn groß L, ja. Angenommen, das ist mein Grenzwert. Das heißt, ich kann jetzt oder will zeigen, dass ein N0 existiert, sodass für alle N größer gleich meinem N0 gilt, dass der Abstand von AN zu meinem L kleiner als Epsilon ist. Und jetzt kann ich ja, weil ich einen Widerspruchsbeweis führen will, ja, kann ich mir irgendein Epsilon wählen und zeigen, dass egal für welches Epsilon oder für dieses Epsilon so ein N0 einfach gar nicht existiert. Weil die Aussage ist ja, für alle Epsilon Größe 0 gilt es, egal was. Und deswegen kann ich mir jetzt eins auswählen und zeigen, dass so ein N0 nicht existiert. Das heißt, jetzt würden wir schreiben, sei OBDA, das heißt ohne Beschränkung der Allgemeinheit, also ich mache nichts kaputt, wenn ich das annehme. Ich verfälsche den Beweis auch nicht dadurch, dass ich das annehme. Epsilon gleich 1. Ja? Setzen wir einfach mal 1. Weil es muss für jedes Epsilon größer 0 gelten, also gilt es auch für 1. Ja? Dann folgt daraus, Wurzel n minus meinem Grenzwert L soll kleiner als 1 sein. Ja? Okay. Ja, jetzt kann ich so ein bisschen was auf die andere Seite bringen. Und zwar kann ich das Ganze umformen zu minus 1 ist kleiner als Wurzel n minus L. Und das soll kleiner 1 sein. Ja, das liegt irgendwo da dazwischen. Das Ding kann ich weiter umformen, beziehungsweise ich kann jetzt hier einfach die ganze Ungleichung plus L nehmen. Naja, dann hätte ich hier L minus 1 kleiner als Wurzel n, kleiner als L plus 1. Irgendwo da dazwischen soll das liegen, ne? Und jetzt stelle ich mir vor, ich hätte ein n, was meine Wurzel quasi genau aufhebt. Also irgendwie L plus, also es muss ja auch für jedes, für irgendein n, ja, L plus 2 zum Quadrat von mir aus, ja. Habe ich jetzt natürlich geschickt gewählt, ja, mit Absicht. Daraus würde folgen, dass die Wurzel von n gleich L plus 2 ist. Ne? Sieht man ja. Wenn ich hiervon die Wurzel ziehe, bleibt L plus 2 übrig, ja. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass L plus 2 nicht kleiner ist als L plus 1. Aber das sollte laut meinem Epsilon-Kriterium der Fall sein. Aua, ja, dann kann es so ein N0 nicht geben. Ja, ich habe jetzt eins gefunden, quasi, für das das nicht gilt. Ja, das war der Trick, ne? Einmal Widerspruch und einmal habe ich jetzt als Gegenbeispiel quasi mir ein N gewählt, für das die Bedingung eben nicht gilt, wenn Epsilon gleich 1 ist. Ja, damit bin ich schon fertig. Dann kann das Ding auch keinen Grenzwert haben. Ja, weil es soll für alle n, für beliebige n, ja, von meinem festgewählten Epsilon gelten. Und hieraus folgt sofort, ohne weitere Umwege, eines Divergent. Zack. Ja. Ist da jeder mitgekommen? Gibt es eine Frage dazu? Ich stelle mal eine Frage, warum kann ich das hier tun? Ne, warum sage ich, H ist äquivalent hiermit? Wo kommt denn die minus 1 plötzlich her? Hä? Aha. Ja. Ja,
Wunderbare Erklärung. Und noch besser sehen wir es ja hier, ne? Hier, L minus Epsilon. Hier liegt meine Folge drin. L plus Epsilon. Sehr schön, wunderbar. Weil das ist vielleicht so ein... Ja, ja. Ja. Du hättest ein beliebiges positives Epsilon wählen können, es wäre nie aufgegangen. Die Epsilon-Umgebung wird nur größer. Mehr passiert nicht, du kannst auch ein kleineres nehmen. Kann halt sein, dass die Rechnung oder der Beweis hinterher deswegen ein bisschen unschöner wird. Deswegen nimmt man am besten ein einfaches Epsilon und 1 wäre nun mal jetzt eine Zahl, mit der man ganz gut umgehen kann, sage ich mal. Ja. Aber im Prinzip wäre es egal gewesen. Solange Epsilon positiv ist, ist es egal. Ja. Ja. Okay. Ja. Mhm. Das habe ich sehr geschickt gewählt. Ja. Ich darf, also wenn ich vermute, dass etwas nicht so ist, ja, und ich meine, ich wollte jetzt hier einen Widerspruchsbeweis führen, ne, weil ich sagte, angenommen, die ist konvergent, angenommen, wir haben hier einen Grenzwert, ja, dann gilt, dann gibt es so ein N0, ja, und dann gilt es für alle N, ja. Und jetzt habe ich quasi dieses N gerade als Gegenbeispiel gewählt, ja, als kluges Gegenbeispiel, weil das Nette ist, wenn ich hiervon die Wurzel ziehe, und das tut meine Folge ja nun mal, dann bleibt L plus 2 übrig und ich weiß, das muss irgendwo, es muss auf jeden Fall kleiner L plus 1 sein. Aber wenn ich ein N mir hernehme, was ich jetzt gerade so wähle, was ich ja tun darf, N ist ja beliebig, ich darf dieses N nehmen. Ja? Wenn ich gerade das hier nehme und hier reinstecke, dann geht es nicht mehr auf. Ja? Das war halt geschickt gewählt. Das darf ich tun als Gegenbeispiel. Das Gegenbeispiel ist, wenn n diesen Wert hat, gilt es nicht, aber es soll ja für alle gelten. Also sollte es auch hierfür gelten. Und ich habe gezeigt, dass es genau das nicht tut. Das war geschickt gewählt. Okay? Sehr gut. Das Einzige, was man halt echt bedenken muss, ist, wenn ich mir jetzt als Gegenbeispiel quasi irgendein n auswählen möchte und zeigen will, dass es für das n nicht gilt, dann muss ich das schon so nehmen, dass es natürlich irgendwie geschickt hier reinpasst. Ich muss halt aufpassen, dass das hier zulässig ist, dass das N so aussehen darf. Oder umformuliert, mathematisch gesprochen, das N muss wohl definiert sein. Ja? Und das N ist hier wohl definiert, ja, weil ich da weiß nur, N muss eine natürliche Zahl sein. Das hier kann durchaus eine natürliche Zahl sein. Ja, L muss sogar, weil L ist eine natürliche Zahl, 2 ist eine natürliche Zahl, die Summe ist eine natürliche Zahl. Das heißt, das ist wohl definiert. Ich darf dieses N mir auswählen. Okay. Ich weiß, es war nicht so ganz intuitiv, aber gerade Divergenz zeigt man auch hier und da mal ganz gerne über so einen Widerspruch. Und jetzt komme ich noch fix zur B. Falsche Farbe. B. Und hier hatten wir Bn plus 2 ist gleich Bn plus 1 plus Bn mit B1 gleich B2 gleich 1. Naja, und ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es handelt sich hierbei um die Fibonacci-Folge. Ne? Das haben auch die allermeisten erkannt. Oder haben es auch hingeschrieben. Und selbst wenn der Beweis hinterher nicht richtig war, habe ich einen Punkt drauf gegeben, weil hingeschrieben wurde, ah, das ist die Fibonacci-Folge, die ist divergent. Ne? Also dann gab es zumindest schon mal einen von zwei Punkten. Dieses bekanntermaßen divergent. Das ist kein Beweis, aber es ist schon mal nett, dass, es, dass ihr es erkannt habt. Ja? Naja, wie kann ich jetzt zeigen, dass das Ding divergiert? Eine Folge ist konvergent, wenn sie beschränkt und monoton wachsend oder fallend ist. Das heißt, ich könnte jetzt im Prinzip könnte ich schon argumentieren, dass sie keine obere Schranke besitzt. Ja. Also da quasi, das ist so die Kurzfassung, die schreibe ich euch auch mal hin. Bn plus, oder Bn heißt die ja, ne? Kann ich die Bn nennen? Ja. Bn nach oben unbeschränkt ist. Bleibt jetzt nur noch zu zeigen, dass sie monoton wächst. Ja, das muss ich halt formal noch zeigen.
bleibt zu zeigen. Bn ist streng monoton wachsend. Weil dann weiß ich, die wächst gegen irgendwas, was nicht beschränkt ist, weil dann muss es divergent sein, ne? Wachsend. Das heißt, im Prinzip Bn ist kleiner als Bn plus 1. Das kann ich über Induktion zeigen. Induktionsanfang. B2 ist kleiner als B3. Ja? B1 und B2 ist dasselbe, da macht es nicht viel Sinn, weil 1 ist nicht, es gilt ja erst ab n gleich 2, wenn ihr so wollt. Ja? Deswegen B2 ist kleiner als B3, naja, 1 ist kleiner als 1 plus 1, kleiner als 2 oder ist gleich 2. Und damit geht mein Induktionsanfang schon mal auf. Und im Induktionsschritt will ich jetzt also zeigen, dass Bn plus 1, zeigen, Bn plus 1 ist kleiner als Bn plus 2. Ja? Und das kann ich auch formulieren als Bn plus 1 minus Bn plus 2. Quatsch. Sorry. Bn plus 1 ist kleiner als Bn plus 1 plus Bn. Okay? So, und das tue ich jetzt. Naja, wenn ich das hier habe, also ich habe hier Bn plus 1 ist kleiner als Bn plus 1 plus Bn, kann ich Bn plus 1 auf beiden Seiten abziehen. 0 ist kleiner als Bn. Stimmt das? Ist das eine wahre Aussage? Ist Bn strikt größer als 0 für alle n? Was sagt ihr? Ja oder nein? Ja, der Startwert ist 1. Also der kleinste Wert ist 1. Also kann er nicht 0 sein. Ne? Das heißt, er ist strikt größer 0. Damit ist das eine wahre Aussage. Also die Aussage ist wahr. Und wenn wir bei so einem Monotonienachweis quasi etwas rausbekommen, was stimmt, dann war unsere Vermutung, dass das Monoton wächst, richtig. Ja? Aus was Wahrem folgt was Wahres. Aber aus was Wahrem folgt halt nie was Falsches. Die Aussage ist wahr. Und somit ist die Folge streng monoton wachsend. Streng monoton wachsend. Und somit divergent. Okay. Die C. Cn ist gleich minus 1 hoch n mal 1 durch n Quadrat. So. Der Beweis jetzt, dass das konvergiert, ist sehr leicht. Ja, weil wir haben es für eine Teilfolge von Cn ja schon bewiesen. Und zwar für diese hier. Ja? Das heißt, wir brauchen hier eigentlich gar nicht mehr groß was zeigen, sondern können nur argumentieren, da der Betrag von minus 1 hoch n mal 1 durch n Quadrat kleiner gleich dem Betrag von 1 durch n Quadrat ist. Und es gibt Sinn, ja, wenn ich mir die Beträge angucke zumindest, gibt es Sinn. Dann folgt direkt aus, naja, was war das? 3a, dass Cn konvergent sein muss. Das hätte mir an dieser Stelle vollkommen als Lösung gereicht. Fertig. Ja? Auch hier kann man natürlich wieder einen Widerspruch machen, ja, oder schauen, ist es beschränkt, fällt es, steigt es, was auch immer. Hier ist es halt schwierig, weil es nebenbei noch alterniert. Also diese Folge, wenn ich sie aufzeichnen würde, kannst mal probieren. Also so skizzenhaft wieder, ja, hier. Die Folgeglieder wäre dann vielleicht irgendwie sowas, ne? Also man sieht es alterniert, aber es strebt trotzdem gegen 0, ja? Ne? Also es haben, ich sage das nochmal, weil einige tatsächlich hingeschrieben haben, wegen dem Alternierenden, ne, man sieht ja minus 1 hoch n, das alterniert und alternierende Folgen sind nicht konvergent. Das stimmt einfach nicht, ja.
Also, es ist bei alternierenden Folgen der Fall, aber diese Folge ist ein prächtiges Gegenbeispiel, dass es nicht so sein muss. Nur weil hier immer Sprünge drin sind, man sieht aber, die Sprünge werden vom Abstand her immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und dann sind wir doch irgendwann bei einem Grenzwert, ne? Das heißt, bitte nehmt nicht an, dass nur weil eine Folge alterniert, dass sie nicht konvergent ist. Ganz böser Fehler. Okay, ja. Okay. Die bekommt man nicht weg. Ja doch, eigentlich kann man es ignorieren. Müsste ich mir nochmal anschauen. Schreib mir doch. Ja gut, ich will ja keine Punkte abziehen für was, was gar nicht falsch ist. Also, vielleicht habe ich es in dem Moment auch einfach nicht geblickt, was da los war. Schreib mir gerne nochmal eine Nachricht, dann gucke ich mir deine Korrektur nochmal an. Ja, weil ich, ne, weil ich will dir keine Punkte abziehen für irgendwas, was richtig ist, wäre Quatsch. Schreib mir einfach nochmal. Ja. Ja. Ja, das Ding ist, dass der Betrag ja minus gerade weghebt. Ja, der Betrag schließt ja negative Vorzeichen, weil das hier ist ja nichts anderes als Signum. Ja, Vorzeichenwechsel. Der Betrag hebt einen Vorzeichenwechsel komplett weg. Weil der Betrag ja auch, selbst wenn hier negatives Vorzeichen steht, der Betrag sorgt ja dafür, dass das Ganze positiv wird. Deswegen, wenn ich die Betragsstriche weglassen will, dann muss ich auch das minus 1 rausnehmen. Weil sich das, wenn du es so willst, gerade weghebt. Ja. Alles klar. Okay, ja, wie gesagt, das schaue ich mir nochmal an der Stelle. Und dann kriegst du den Punkt auf jeden Fall noch gut geschrieben, wenn ich da irgendeinen Quatsch korrigiert habe. Kann auch mal passieren. Okay, Freunde, wir sind jetzt schon über die Zeit. Ich hätte noch die ganze Aufgabe 5. Die Frage an euch: Wollen wir die jetzt noch machen? Dann muss ich halt jetzt überziehen, wie wieder mal. Oder wir machen sie nächste Woche. Was wäre euch lieber? Okay, hat jemand was dagegen? Was nicht schlimm wäre? Ja. Okay. Okay. Ja. Okay, also die Aufzeichnung landet natürlich auf YouTube. Von daher, wenn das für dich cool ist, dass du es dir dann einfach irgendwie auf YouTube anschaust, dann würde ich es noch machen. Ist das okay? Okay, super. Ja, dann machen wir es. Ich will auch nicht viel länger machen, deswegen, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, gehen wir direkt zur Aufgabe 5. Also die A, die brauchen wir nicht ausführlich machen, weil es war Taschenrechnerarbeit. Ja. Ja, da möchte ich euch einfach nur die Lösung quasi hinschreiben. Und hier ging es eben um das Heron-Verfahren, ne? Also das näherungsweise approximative Wurzelziehen. Schreibe ich auch hin, das ist die näherungsweise. Berechnung der Quadratwurzel. A n plus 1 ist gleich, also sie ist folgendermaßen definiert, ne? A n plus, naja, und jetzt sollten wir es halt für den Startwert 7, deswegen steht hier jetzt halt 7 durch a n, ne? So schaut die Heron-Folge aus. Also a1, mein Startwert ist hier 7. Und jetzt solltet ihr hier halt bis auf 10 Dezimalstellen genau quasi die Wurzel von 7 näherungsweise berechnen. Naja, wie gesagt, das ist Taschenrechnerarbeit, das rechnet kein Mensch im Kopf, ja. 2 war dann zum Beispiel 7 halbe plus 7 Vierzehntel. Das ergab genau 4. A3 war dann eben 2 plus 7 Achtel. Das ergab irgendwie 23 Achtel.
Naja, und dann habe ich das immer so weitergemacht, ja. Und bin hier dann bei A7 irgendwann rausgekommen. Naja, das war roundabout 2,645751310. Und das war dann auch roundabout A8 und damit auch roundabout die Wurzel von 7. Okay, mehr gab es hier nicht zu tun. Die B war ein bisschen interessanter. Hier ging es um Cauchy-Folgen. Wir sollten nämlich zeigen, dass für den Startwert A1 gleich 2 meine Folge ja eine Cauchy-Folge ist. Ja? Also zu zeigen, für alle Epsilon Größe 0 existiert ein N0 in N, sodass An minus Am, also der Abstand zwischen den Folgegliedern ist das jetzt, ne? Der Abstand zwischen den Folgegliedern soll kleiner sein als Epsilon, und zwar für alle Indizes Mn aus den kleiner gleich N0. Größer gleich N0. Sorry. N0. Ja? Das heißt, der Abstand soll kleiner sein als mein gewähltes Epsilon. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und das Schöne ist, alle Cauchy-Folgen, alle konvergenten Folgen sind auch Cauchy-Folgen. So muss man sagen. Man könnte auch zeigen, dass diese Folge konvergiert. Ja? Wir wissen, dass sie konvergiert. Das wäre auch ein valider Beweis, zu zeigen, die Heron-Folge ist konvergent. Ja? Für diesen Startwert. Weil dann wissen wir, jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge, dann könnten wir das sofort folgern. Die andere Möglichkeit ist folgende. Sei Epsilon größer 0. Und ich schaue mir mal diesen Abstand einfach an von diesen zwei Folgegliedern. Ja? Ich weiß jetzt nicht so richtig, ich will eine Existenz beweisen. Ich habe hier nur irgendwie zwei Folgeglieder, ja, in einem Betrag, die ich voneinander abziehe. Dann kann ich aber die Dreiecksungleichung anwenden. An plus an. Ja, das kann ich benutzen, das sagt mir ja die Dreiecksungleichung, dass das so ist. So, und jetzt kann ich einsetzen. Naja, das ist nichts anderes als der Betrag von 1/2 mal an plus 2 durch an plus der Betrag von 1/2 mal am plus 2 durch am. Jetzt weiß ich, kann das jemals negativ werden? Nein, kann ich die Betragsstriche auch weglassen. Ja? Also ich lasse jetzt die Betragsstriche weg und ich habe hier jeweils 1/2 als Faktor davor stehen. Das heißt, ich kann 1/2 im Prinzip komplett ausklammern. Und dann habe ich hier eben 1/2 mal an plus am plus 2 durch an plus 2 durch am. Okay, da will noch mal jemand rein. So, das kann ich schon mal dahin schreiben. Und jetzt kann ich es wieder ein bisschen abschätzen. Ja? Also das hier ist definitiv kleiner. Oder jetzt, ich kann es nach oben abschätzen, kann sagen, na, das ist kleiner, als wenn, ne, ich kriege was Größeres, wenn ich die 1/2 einfach mal weglasse. Dann habe ich an plus am plus 2 durch an plus 2 durch am. Ja. Jetzt kann ich es weiter abschätzen. Naja, ich kann es noch größer machen, indem ich quasi hier die Brüche eliminiere, beziehungsweise ja, eigentlich wirklich direkt eliminiere. Also an plus am ist mit Sicherheit. Obwohl, nee, warte mal, ist ja Blödsinn. Nee, das ist Quatsch, Freunde. Da habe ich Quatsch gemacht. Das ist natürlich nicht kleiner, dann das wird, das ist natürlich nicht größer, das wird ja kleiner, weil A und AM natürlich positiv sind. Ja, da habe ich mal einen netten Fehler in die Lösung eingebaut. Jetzt überlege ich, wie ich das weiter abgeschätzt kriege. Wenn jemand eine Idee hat, gerne helfen. Weil jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich es nicht weiter nach oben abschätzen kann, ein Problem, dieses N0 zu finden. Das ist jetzt doof.
kam ich denn drauf, dass das kleiner ist? Gut, ich könnte jetzt vielleicht sagen, dass n größer gleich m ist. Und dann könnte ich das Ganze nochmal vergrößern, indem ich für jedes m einfach n einsetze. Naja, das wäre eben 2an plus 4 durch an. Die Frage ist, hat mir das geholfen? Ich schwimme so ein bisschen jetzt gerade. Ja, weil die Musterlösung war irgendwie, ich konnte zumindest nichts damit anfangen. Ich könnte die natürlich jetzt hier vorführen, aber. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag, weil ich will jetzt auch nicht länger überziehen. Sorry dafür, ich habe irgendwie einen saudummen Fehler in meiner Lösung gemacht. Es tut mir echt leid. Kann passieren. Ich präsentiere zu Beginn, also wir einigen uns jetzt darauf, ja, ich lösche das komplett raus aus dem Dokument. Ich präsentiere die richtige Lösung dann zu Beginn der nächsten Woche, okay? Am nächsten Freitag, okay? Ja, super. Okay, gibt es noch Fragen sonst oder ist alles klar? Alles klar. Okay. Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Macht's gut.